Moin Moin und willkommen bei Simsantino. Ja, es gibt eine weitere Folge bei uns hier in unserem WG-Haus, Folge 12. Und können wir sehen, ja, da hinten sind schon ein paar Container aufgestellt. Und das ist nämlich was Spannendes, da ziehen wir bald ein. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mein letztes Bild, Container Home oder Container Family. Und ja, das geht jetzt weiter. Und zwar werden wir dort bald einziehen, in das Haus. Das wird was Spannendes, also weil ich mag dieses Haus nicht, das wisst ihr, das habe ich euch letztens schon erzählt. Wow, das Haus ist ja schön. Ja, das hatte ich euch letztens schon erzählt und deswegen ziehen wir weg. Jetzt noch nicht, vielleicht in der nächsten Folge. So, und ich habe mich jetzt entschieden, wir machen jetzt Folgendes. Heiratsantrag nicht, sondern ein Baby. Genau. Und zwar erzähle ich kurz die Planungen. Ich möchte, dass sie einen eigenen Haushalt gründet und dass die beiden auch einen eigenen Haushalt gründen und ebenfalls als Familie wegziehen. Okay, und deswegen erstmal brauchen wir hier noch ein paar Kinder. Sie auch, vielleicht adoptiert sie auch ein Kind, ich weiß es nicht. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder sie schnappt sich, keine Ahnung wen. Ach nee, ich habe ja einen Mod, stimmt. Ich verrate noch nicht, welchen Mod. Stopp, stopp. Auf jeden Fall können wir... Gut, da sieht man nichts. Nö, das ist unspektakulär. Wir finden noch was Spektakuläreres heute. Ich weiß nämlich auch schon was. Ich habe nämlich einen Plan, was wir heute machen. Genau, sie kann ruhig noch mal ein bisschen Geige üben. Instrument spielen. Ja, das trainiert sie schon. Achso, er muss morgen gar nicht zur Arbeit. Muss sie morgen zur Arbeit? Sie könnte sich theoretisch morgen Urlaub nehmen, ne? Nee. Nee, lassen wir das mal. So. Nee, sie geht morgen arbeiten. Noch ist Zeit. So, dann mach doch mal einen Test. Und er, ja, er muss noch trainieren. Er könnte dann gleich mal duschen gehen. Meinetwegen auch kalt duschen. Das wird sich anbieten. Für zwei Essen. Alles klar, das ist schön. Stopp. Jetzt ist das noch so. Da, gut. Dann, manchmal, okay, das ist auch nicht so spektakulär. Ich muss irgendwie gucken, weil ich brauche heute was Spektakuläres, ne? Weil ich mache gerade so ein Experiment. Und deswegen brauche ich was ganz Spektakuläres. Genau, sie übt nochmal, das muss sie auch, sonst wird sie nicht befördert. Sie muss um 15 Uhr zur Arbeit. Ja, sie darf ruhig noch weiter üben. Was macht sie denn? Übt sie? Ganz normal üben, ja. Oh, du musst mal duschen gehen. Duschen, sonst bist du soweit fit. Und du musst erstmal auch essen gehen, würde ich sagen. Dann, ess doch mal zu Abend einen Gartensalat. Das wird sich anbieten. Sie ist noch fit, ich möchte, dass sie levelt. Sie ist gestresst wegen der Arbeit, ja, okay. Und sie geht jetzt nach unten, ja. Haben wir noch Videos? Haben wir noch Videos im Bestand? Nee, wir haben noch welche auf der Drohne, meine ich. Oder? Ja. Genau, du übst fleißig. Nee, du schläfst jetzt nicht. Setz das mal fort. Klappt das nicht? Was ist verbuggt? Oha, sie stinkt auch. Ja gut, dann wird gleich erstmal geduscht. So, er duscht schon mal. Das ist doch schon mal ganz nett. Er ist eigentlich fertig, dann kann er sich hinlegen. Und sie bleibt noch, bis sie hier Level 5 hat. Dann wird sie nämlich morgen hoffentlich befördert. Dann bringt sie noch mehr Geld mit nach Hause. Und sie ist verbuggt. Sie ist absolut verbuggt. Ups, jetzt habe ich mein E-Mail-Ding geöffnet. Danke, dass ich sie mal kurz retten konnte. Ja, das war retten, denn sie war absolut verbuggt. Immer noch Büropersonal Level 2. Ach ja, sie konnte noch nicht befördert werden. Was ist ihr Ziel? Ja, sie will befördert werden. Das kriegen wir hin. Er hat es erfüllt und sie möchte einen Partner finden. Ja, das tun wir auch heute. Das ist ganz klar. Sie legt sich gleich hin. So, genau. Sie kocht nochmal. Ja, sie geht ohne Essen ins Bett. Wir sehen, sie hat gleich gelevelt und dann geht es direkt ab ins Bett. Oha, das ist noch kaputt. Das muss ich, glaube ich... Oh, das ist offen, ne?
Okay, gut. Wir bleiben zwar nicht mehr lange in diesem Haus, aber ich hatte jetzt nicht geplant, dass wir in einem kaputten Haus wohnen, oder? Shit. Nee, das wollte ich nicht. So soll das schon ruhig bleiben. Dann Baum. Ach, du Heilige. So, dann ist ja wieder gut. Die hat einen offenen Raum. Hä, seit wann haben wir das denn? Haben wir jetzt zwei Dinger? Okay, das ist komisch. Sie hat erst Level 3 der Geige, ernsthaft? Ach, sie ist noch bei Geige bei. Gitarre hat sie Level 4. Okay, dann wird sie morgen nicht befördert. Da braucht sie noch ein bisschen Zeit für. Ich wusste jetzt nicht, dass sie die ganze Zeit umsonst Geige geübt hat. Und was hat er? Ah, ach, das ist ja sweet. Leg du dich mal schlafen. Sie dann nämlich auch gleich. Sie schläft. Nee, sie muss mal erst duschen, nachdem sie gegessen hat. Das Teil kann auch mal weg. Wir haben voll die Unordnung hier. Oh Gott, da stinkt das auch. Wir kommen nicht mehr klar mit dem Haus, ne? Nein, so auch nicht. Und die Betten bringen auch nichts mehr. Die Tiere pennen hier immer. Ich glaube, wir müssen hier mal dringendst umbauen, ne? Unsere Tiere können hier nicht mal mehr leben. Furchtbar. Eigentlich könnten wir die Tiere besser abgeben. Ist doch so. Ach ja, ich habe die Mods immer noch nicht rausgekickt. Ach nee, wir haben keinen Platz. Doch, da unten muss Platz sein für die Tiere. Ja, das reicht ja, wenn wir hier so zwei Hundebetten haben. Der Kamin kann auch weg. Und die Katze muss halt irgendwie anderswo schlafen. Ach nee, da passt auch noch einer hin. Ja, guck. Schön. Dann ess mal noch ein bisschen. Ich mache mal kurz schneller. Dann hör auf. Nee, nicht plaudern. Ey, der will nicht pennen. Es wird jetzt gepennt. Du gehst duschen und dann geht's ab ins Bett. Ja. Zack, zack. Dann geh mal nach oben duschen. Sie stinkt nämlich extrem. Ja, und dann haben wir schon wieder 7 Minuten rum. Mein Tee ist auch auf. Da muss ich mir gleich erstmal einen neuen Tee machen. Ach, das spiegelt sich da. Cool. Und wie, er steht gleich wieder auf. Er will irgendwie nicht schlafen, aber er hat es dringend nötig, ne? Gut, aber er ist auch noch voll fit. Muss er morgen arbeiten? Nee, er nicht. Sie muss morgen hin. Sie auch. Nämlich schon direkt um 9. Ne? Hier, zack. Sie muss mal Gas geben. So. Das wird doch wieder nix hier. Ja, dann gehst du halt ab ins Bett. So, zack. Und dann geht's jetzt auch mal ein bisschen schneller vor. Und wir gucken mal, wer als erstes aufsteht. Die müssten ja nicht schnell schlafsnacken können, oder nicht? Ich glaube, ich weiß, wer. So, zack. Du stehst direkt mal auf. Du gehst direkt mal pinkeln. Du stehst direkt mal auf und kochst direkt mal was. Frühstück servieren. Pfannkuchen. Pfannkuchen sind immer gut. Ja, immer gut. Und sie ist auch voll ausgeschlafen. Dann setzen wir sie einfach mal hier hin. Wobei, nö, sie putzt einfach mal. Warum benutzen die eigentlich diese Theke nicht? Man kann Ecktheken benutzen, ne? So mal zur Info. Das weiß ich. Ich kenne einen Sim, der hat immer nur die Ecktheke benutzt. Aber lass mich raten. Nee, geht nicht. Ja, bleibt da doch sitzen. Er ist immer noch wieder angespannt. Oh. Ah, sie ist fertig. Nee, ess mal keinen komischen alten Gartensalat. Von wo ist der überhaupt? Ja, macht er das fertig? Ja. Er ist immer noch angespannt. Irgendwie kommt es mir so vor, als werden wir das nie wieder los. Wegen diesem. Nein, du kochst jetzt nicht. Nee, du isst jetzt keinen Gartensalat. Dein Freund hat gerade was gekocht, ja? Ach, sie stellt es sogar wieder in den Kühlschrank. Dann putzt das doch mal einfach. Und ihr ist übel, alles klar. Okay, kein Problem. Gut. Nee, kochst du schon? Oh. Ich verkaufe, glaube ich, den Grill. Ja, ich verkaufe den Grill. Die grillen mir zu oft. Die grillen immer und ich krieg das nicht mit und dann ist schon zu spät und dann haben sie schon gegrillt. Und dann hat ein anderer Essen gekocht. Das ist das Problem, wenn die Hunger haben und der eine kocht, dann grillen die immer schon. So. Und du rufst
Stopp zum Essen direkt. Nee, erst zum Essen rufen. Ah ja, sie nimmt es sich schon selbstständig. Sind die so schlau? Kapieren die das? Nee. Dann nimm du dir auch eins. Dann rufst du aber nicht mehr zum Essen. Genau, nee, nicht zum Essen rufen. Gut, dann isst sie eben ihren beschissenen... Sorry, habe ich nie gesagt. Gartensalat. Ja, guck. Reicht nämlich nicht, oder? Ja, doch. Sie wäscht es sogar auf, ab. Auf. Sie wäscht es auf. Dann ist okay. Auch jetzt stellt sie es doch dahin, oder wie? Ja, gut. Und hier, ihr könnt auch sitzen beim Essen. Da gab es nie ein Verbot. Setz dich ruhig hin. Ja? Du darfst sitzen. Tatsächlich darfst du das. So, und zwar ist sie jetzt auch satt und sie geht pinkeln und dann gehen wir mal los. Einmal pinkeln und dann jetzt einmal duschen. Nee, Gruppenunterhaltungen abbrechen. Und die beiden machen sich jetzt fertig für die Arbeit. Und mit ihr nutzen wir dann gleich diesen Mod hier. Diesen Mod, den habe ich extra noch installiert gestern. Was das genau ist, zeige ich euch gleich mal. So, wenn sie nämlich fertig ist mit Pinkeln, dann kann er pinkeln gehen. Ja, ihr dürft ruhig ein bisschen reden. Sehr unwohl, oha, 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 oha. Okay, gut, und dann kannst du pinkeln gehen. Ne, genau, perfekt. Aber dann ist jetzt gleich kein Händewaschen. Guck, genau, ihr müsst nämlich jetzt gleich schon zur Arbeit hin. Schlechter Nachgeschmack wegen schlecht zubereitetem Essen. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass ich das gleich schnell abbreche mit dem Händewaschen. So, genau, verwenden. Man müsste mal so einen Mod installieren, dass die Sims nicht ständig irgendwie ihre Hände waschen. Ich meine, ist ja schön und gut, ne? Aber irgendwie nervt das. Immer waschen die Sims ihre Hände. Ne? Das ist irgendwie gut. Das war von Anfang an so. Das ist ja auch richtig so, aber... Ne? Wisst ihr, das nervt einfach. Aber gut, es ist eine Lebenssimulation, also. Ja, wenn es dir zu eklig ist, ach nee, räum doch jetzt nicht auf. Ach ja, dann stell's halt dahin, ey. Manchmal ist Sims 4, nein, du wäschst das nicht oben ab. Aufräumen, nein, du räumst jetzt, oh. Sie räumt auch auf. Ey, ich werd wahnsinnig. So, wir hauen jetzt ab. Und zwar mit der App. So, Simda Dating App einmal, bitte. Und zwar, genau, männlich müssten wir da wählen, glaube ich. Okay, wir haben Post bekommen, das ist nett. Rechnungen. Wo haben wir überhaupt unseren Briefkasten? Da hinten, oh. So, dann geht's los und wir sehen jetzt mal random. Aha. Warum heißt denn eigentlich Umstyling 1? Ach so, weil ich die so benannt habe. Wir gehen mal wieder ins Schlangennest. Die Bar heißt ja so, ne? Wisst ihr, hier ist wieder mein Haus, was ich baue. Ja, genau. Wir gehen hier jetzt mal hin. Das denke ich mal ganz gut. So. Das ist hier ein richtiges Ereignis. Dann stell dich doch mal freundlich vor. Na, über Interessen reden. Kennenlernen. Dann frag mal. Nee. Ja, nochmal. Herzen kommendes Kompliment. Nach Karriere fragen. Tratschen. So, immer so dieser ganze Kram. Einfach ein bisschen kennenlernen. So. Nee, Fotos teilen. Nach Tag fragen. Aha. Sitzen und plaudern. Das geht doch bestimmt. Hier sitzen und plaudern. Die müssten nämlich automatisch zur Arbeit gehen. Sie arbeitet mal fleißig. Sie hat eine Beförderungschance. Ja, und er ist noch nicht hin. Achso, er muss ja gar nicht arbeiten heute. Sie aber in 6 Stunden. Okay, sitzen und plaudern. Das müsste klappen, oder? Klappt das schon? Zählt das? Dann Witz über Ingenieure erzählen. Ja, ihr lernt euch schon gut kennen. Dramatische Geschichte erzählen, das ist auch gut. So.
Verabredung eine Geschichte erzählen. Das können wir auch mal. Machen wir doch gerade schon, ne? Ja, stimmt. Als wenn ich genau wüsste, welche Ereignisse kommen. Ah ja, lustige Geschichte erzählen. Ja, wir haben immer noch 25.000 Gefühle erhalten. Naja, cool. Tiefgründige Gespräche. Tiefgründige Unterhaltung. Wo ist das? Da. Aha, lustig. Ah ja, okay. Gut, dann redet nochmal ein bisschen miteinander. Fragen, ob Sim Single ist. Ja, das können wir machen. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich geeignet ist. Aber er wirkt so, als wäre er wenigstens aus dem neuen Pack, ne? Jo, cool. Dann flirte mal. Dann mach das mal. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Es wäre natürlich mies, wenn nicht. So. Stopp. Ich habe doch gesagt, wir brauchen Screenshots. Deswegen, das meine ich halt. Oh. Ist das jetzt gerade nicht das Passendste? Ja, ja, das geht aber wohl. Gut, das klappe ich mal zu. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr den Überblick. Okay, das klappt schon mal ganz gut. Ja, wir haben schon mal Bronze. Und dann machen wir das und dann, ja, machen wir das nochmal. Ich will mal ein bisschen schneller, ja. Gut, das ist gut. Nee, nicht mit irgendjemand anderem plaudern. Okay, das können wir auch mal machen. Wenn ich es denn finde. Bin ich blind? Kommt vor. Nein. Nee, du plauderst jetzt nicht mit irgendjemand anderem. Machen wir das schon? Ja. Wir machen es. Komm, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Los, beweg dich. Achso, du musst erst aufstehen. Manchmal sind die Sims einfach verbuggt. Ja. So, jetzt müsste es gehen. Komm. Hopp, hopp. Dann setze ich ihn mal kurz zurück. Dann machen wir es nämlich nochmal. Dann müsste es nämlich auch klappen. Das kommt manchmal vor, dass die mit anderen reden. Dann kann man da nicht zwischen. Eine Spülmaschine. Ah ja, das könnten wir machen. Das lohnt sich. Doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Stopp. Stopp. Dann muss ich einmal in diesen Modus, einmal rüberschalten, einmal in diesen Modus. Perfekt, das ist auch drauf. Machen wir es schon? Ja, komm. Wir machen es mal. Okay, es hat auch geklappt. Das ist ja auch schön. Vorsatz umgesetzt. Genau, deswegen habe ich das auch jetzt schon gemacht, ne? Sonst hätte ich noch ein bisschen gewartet. Können wir ihn fragen, ob er einziehen will? Noch nicht. Dann tratscht mal ein bisschen. Händchen halten, da ist es doch. Okay, in 3 Stunden müssen wir auch zur Arbeit. Okay, genau, die müssen sich ein bisschen besser kennenlernen. Dann kann er auch einziehen bei uns, dann können wir ihn auch steuern. Und ich würde sagen, wir stylen ihn um. Ne? Weil das war jetzt ja kein erstellter Sim von uns. Also eigentlich möchte ich das lieber machen, dass wir die erstellen. Dann kann ich die nochmal ein bisschen umstylen. Wäre das für euch okay? Wenn ich ihn ein bisschen ändere? Also es wird sich lohnen wahrscheinlich, oder? Ob wir ihm ein Geschenk geben? Freundliches Geschenk. Haben wir was Schönes? Das geht. Das geht. Was passiert dann, wenn wir das machen? Wir können ihm einfach unseren Kredit schenken. Als ob.
Was passiert? Freut er sich? Er freut sich. Wir haben unseren Kredit losgeworden. Wisst ihr das? Wir haben soeben es geschafft, unseren Kredit loszuwerden. Das ist ja genial. Ich glaube, wir müssen unseren Kredit nicht mehr bezahlen. Hoffe ich zumindest, weil sonst hätten wir ein ziemlich dickes Problem. Wir könnten den nicht mehr abbezahlen, weil wir ihn nicht mehr haben. Aber so haben wir einfach unseren Kreditvertrag. Verschenkt ihr das? Die Prominente, die kennen wir ja. Ich wusste gar nicht, dass die so oft auch in solche Bars kommen. Reicht das schon, dass er einziehen kann? Nee, dann plaudere nochmal ein Geheimnis aus. Ich möchte nämlich unbedingt, dass er einzieht. Klappt das schon? Noch nicht, aber ich würde sagen, wir schaffen das nochmal in dieser Folge, oder? Wollen wir es nochmal versuchen, dass wir das schaffen? Ich würde sagen, wir schaffen das. Oh, die Leute rasten alle aus. Deswegen, das ist immer ein bisschen problematisch, wenn die Promis kommen. Dann hat man kaum noch eine Chance, irgendwas zu machen. Ja, komm, dann mach doch was. Ah ja, jetzt plauderst du nochmal mit ihm. Ja, gleich ist sie nämlich auch schon bei der Arbeit. Okay, es wird, glaube ich, noch was. Dramatische Geschichte erzählen. Ja, ein bisschen kennenlernen müssen wir ihn noch. Tratschen. Können wir noch mal ein bisschen. Ja, ich glaube, wir schaffen es noch heute, oder? Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Okay, sie lernen sich noch besser kennen. Eigentlich ist es schon halb voll, oder? Oder ist das halb voll? Nee, kann ich nichts zu sagen. Wahrscheinlich muss es noch ein bisschen voller sein. Oh, jetzt sind sie verbuggt. Geheimnis ausplaudern, macht das mal. Wer ist da? Ist das? Okay, und wir müssen zur Arbeit. Dann geh mal los. Jetzt geht's nach Hause. Nee, zur Arbeit geht's jetzt. Genau. Ab zur Arbeit und wir gehen jetzt zu ihm. Komm, zack. Wo geht sie hin? Zur Arbeit. Okay, dann machen wir nochmal schnell. Sie geht jetzt nochmal zackig zur Arbeit. Und wir gehen nämlich wieder nach Hause. Nochmal ganz kurz zum Hendrik. Und ja, wir kümmern uns nochmal, dass es ihm gut geht. Und dann schließe ich die Folge auch ab. So, Hendrik, geht's gut? Korrekt? Er macht Training. Ja, das ist okay. Ja, genau, Training. Dass er dann morgen, ups, wenn er dann zur Arbeit geht, ja. Das lohnt sich auf jeden Fall, dass er ein bisschen Training macht. Sie kommt um 19 Uhr wieder, wird wahrscheinlich befördert. Ja, locker wird die befördert. Sie kann nicht befördert werden. Er wird dann hoffentlich auch befördert. Wir kommen voll gut weiter mit den Karrieren, ne? Also bald haben wir dann alles voll, verdienen genug Geld und dann müssen wir uns nie wieder um die Karrieren kümmern, weil ich glaube nicht, dass wir wieder gefeuert werden. Muss man zwar einmal aufpassen, kann passieren, aber wir schaffen das schon. Ja, Training, genau. Das ist ganz gut. Wie geht's denn unseren Tieren eigentlich? Ach, die schlafen den ganzen Tag nur, ne? Eigentlich müssten wir mal mit denen spazieren gehen oder so. Aber wir kaufen mal eine Spülmaschine, oder? Ist das was? Ne, hier sind die nicht. Hier sind die, ne? Spülmaschinen. Ja, genau. Guck, dann haben wir da eine Spülmaschine oder da an die Seite. Ja. Da war ein Anruf von jemandem. Wo war das? Oh nein, jetzt ist der Anruf weg. Da war auf jeden Fall ein Anruf.
er trainiert nochmal. Dann würde ich sagen, war es das auch wieder mit dieser Folge. Ja, wir haben wieder das geschafft, was ich vorhatte, ne? Hat zwar gedauert, aber wir haben es geschafft. Dann zieht der hoffentlich bald bei uns ein. Wie heißt er denn aktuell? Akira Kibo. Okay, das ist doch schon mal ganz schön. Ich würde dann eben sagen, dass wir ihn auch hier einziehen lassen. Wir kümmern uns. Und dann werden wir uns irgendwann trennen. Also nicht die beiden trennen sich, sondern dass wir es so machen, dass dann eben Hendrik und Laura und dann eben Alina und Akira Kibo. Ah ja. Okay, dass die dann auch zusammen ein Haus gründen und dann eben zu zwei Familien werden, wisst ihr? Das ist so mein Plan. Und er kann mal Rede üben, dann schnappt er sich noch ein bisschen Charisma. Ja, genau. Das ist so mein Plan. Und dass wir dann zwei Familien haben, in denen wir dann abwechselnd spielen. Also bis Folge 20 möchte ich definitiv noch. Wobei, nee, wir machen das so. Ab ins Schneeparadies spielen wir noch mit denen. Und sobald das neue Pack kommt, splitten wir das dann. Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir das neue Pack erstmal mit den beiden hier spielen. Und dann noch ein Pack vielleicht mal mit denen. Also nicht, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Folgen die nicht mehr spielen. Aber dann würden die dann den Hauptfokus beim neuen Pack bekommen. Aber wir haben noch viel vor uns. Wir wollen die Snowboard-Fähigkeit maximieren, die Kletterfähigkeit und so, ne? Die Sachen, die neu sind, alle neuen Inhalte wollen wir perfektionieren und maximieren. Das heißt, die Karriere müssen wir auch dann voll machen, weil die ist neu. Wettkampf in der Klavierbar. Heutzutage ist es gar nicht so einfach, eine Klavierbar zu finden. Aber Alina hatte Glück. Ihre süßen, traurigen Klänge sorgen für gute Stimmung. Bis ein ehemaliger Liebling zurückkehrt und dem anbieten, jeder zu spielen, ihm sagen, er soll verschwinden. Leicht, oh Gott, eine Leistungsverschlechterung. Hat sie eine Chance gehabt, zu befördert zu werden? Nee, sowieso nicht. Okay, dann ist ja noch gut. Sie wird befördert, das ist sehr schön. Weil das ist ja unser Fokus, die Karriere müssen wir durchspielen. Man darf nicht vergessen, wir waren auch im Urlaub eine Zeit lang. Dadurch konnten die auch gar nicht so viel arbeiten gehen. Ja, und das hier ist seine neue Frisur. Genau, es war... Oh, dann machen wir das nochmal kurz. Laura wurde von der Zeitschrift Geschäfte gebeten, einen Blogbeitrag für den Content-Push der nächsten Woche zu schreiben. Dies ist eine gute Möglichkeit, um sich in der Geschäftswelt bekannt zu machen. Ihre Kollegen könnten allerdings denken, dass sie nur im Rampenlicht... Newcomer, genau, das wollte ich. Oh nein, wurde zurückgestuft. Sie ist wieder jetzt die... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und ich dachte, wir werden befördert. No. Wir hätten den Vorsatz umgesetzt. Aber dafür sind wir Newcomer. Dann wird sie jetzt auch wieder hier... YouTuberin. Dann wird sie erstmal wieder YouTuberin, denn ihr Ruhm ist schon wieder ein bisschen im Keller. Dann spielen wir das mit ihr. Dann machen wir sie ein bisschen berühmt, okay. Vielleicht hätte ich nicht so mit einem Ruhm denken müssen. Ah, scheiße. Egal, damit beenden wir die Folge. Beim nächsten Mal kümmern wir uns darum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann.